So. Ein Hase, ein Hase. Oh, endlich. Hier geblieben. Mann, du dummer Elch, du. Jetzt bleibt er auch noch stehen, um mich zu verspotten. Hier geblieben. Da oben sind noch mehr. Naja. Lass ich mal den Elch in Ruhe. Oh, hier kann ich mich wieder noch ein bisschen umschauen. Sehr schön. Ich finde es immer noch sehr merkwürdig, dass hier keine Wachen stehen. Hier sind überall Plätze, Feuer. Aber keiner hier. Keine Nachtwache. Oh doch, da ist noch eine. Hallo. Ihr braucht etwas? Nee, nicht von dir. Oh, was, Vampire? Was? Erstmal alle hier weg hier. Was? Isvan greift mich an. Oh nein, ich habe den falschen angegriffen. Ich werde euch in Stücke lassen. Du bist nicht so dumm. Verdammt! Greifen mich jetzt alle an? Bin ich jetzt wieder Feind von allen oder wie oder was? Jetzt greifen mich alle an. Euer Ende ist nah. Oh. Okay. Kleinen Moment, ich muss das Ganze nochmal kurz neu laden. Ich habe außerdem meinen Schrei auf ihn gesetzt. Na. So. Nochmal das Ganze. Und diesmal passe ich ein bisschen mehr auf. Ich bin auch so doof, ey. Ich dachte, ich könnte alle drei erwischen, dann erwische ich den auch. Der ist auch so... Ah, ich hasse sowas, wenn sowas passiert. Okay, ich bin wieder hier. Ah, wieder zurück. Und nochmal das Ganze. Tut mir sehr leid, Freunde. Aber was soll man machen? Ja. Ich hasse diese Ladebildschirme. So, diesmal passe ich ein bisschen mehr auf. Und der Elch ist wieder da. Ich diesmal... Ja, diesmal habe ich ihn. Fell ist gut. So, jetzt habe ich das Gefühl, es wird besser. Oh, verdammt, ich hätte vielleicht mit meinem Pferd hier hochreiten können. Ich bin da so doof. Guck mal, da ist sie ja. Hallo. Vorsicht, da kommen Vampire. Ihr braucht etwas? Nein, nein. Ist immer noch okay. Und diesmal weiß ich, dass da welche kommen. Und die machen wir auch so kaputt. Ist da jemand? Jetzt komm da auf hier. Was willst du? Was zum? Monster weniger. Ich fand, du bist ja voll der Harte. Du harter Hund. Lauf nicht weg. Seht euch das an. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor sie uns finden würden. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen.
Wir müssen unsere Verteidigungslinien verstärken. Ich nehme nicht an, dass ihr gute Nachrichten für mich habt. Nicht unbedingt. Verdammt. Nun, was wisst ihr? Die Vampire haben eine Frau gesucht, die in der Trübhöhle eingeschlossen war. Eine Frau, da drinnen gefangen. Das ergibt keinen Sinn. Wer ist sie? Und viel wichtiger, wo ist sie? Sie wollte zurück nach Hause und so habe ich sie zur Burg gebracht. Sie ist die Tochter eines mächtigen Vampirfürsten. Und so habt ihr sie ihnen zurückgebracht? Sie haben ebenfalls eine Schriftrolle erhalten. Sie was? Und ihr habt sie nicht dran gehindert? Ihr habt die Schriftrolle nicht an euch genommen? Ich hatte Glück, dass ich mit dem Leben davon gekommen bin. Es waren zu viele und ich war ganz allein. Dazu hatte ich nie die Gelegenheit. Verstehe. Und jetzt haben sie diese Frau und eine Schriftrolle der Alten. Bei den Göttlichen. Schlimmer kann es kaum noch kommen. Das ist mehr, als wir beide bewältigen können. Ihr wollt wirklich einfach aufgeben? Wir müssen etwas unternehmen. Natürlich müssen wir das. Ich bin vielleicht alt, aber nicht dumm. Wir werden einfach etwas Unterstützung brauchen. Wenn sie dreist genug sind, uns hier anzugreifen, könnte das eine größere Sache sein, als ich dachte. Mit mir kämpfen gute Männer, aber ich habe im Laufe der Jahre viele Leute getroffen und mit ihnen zusammengearbeitet. Wir werden ihr Geschick und ihr Talent brauchen, wenn wir das hier überleben wollen. Wenn ihr es schafft, sie aufzuspüren, haben wir vielleicht eine Chance. Wo finde ich diejenigen, die wir es brauchen? Ihr kommt schnell zum Punkt. Das gefällt mir. Ihr seid anders als diese Idioten vom Orden. Wir sollten es nicht übertreiben. Wenn wir zu viele sind, ziehen wir ungewünschte Aufmerksamkeit auf uns. Wir sollten Sorine Jurat mitnehmen. Bretone, hochintelligent und eine gute Bastlerin. Von den Dwemern ganz besessen. Besonders von deren Waffen. Sie war draußen in Reach unterwegs. Oh. War sie sicher, dass sie die größte Zwergenruine aller Zeiten finden würde? Sie wird uns helfen? Vielleicht braucht es ein wenig Überredungskunst, aber ich denke schon. Ihr solltet außerdem Gunmar finden, ein wahrer Bär von einem Nord. Er hasst Vampire, fast so sehr wie ich. Vor ein paar Jahren hat er sich in den Kopf gesetzt, dass seine Erfahrung mit Tieren uns helfen würde, ganz besonders mit Trollen. Zuletzt habe ich gehört, dass er Himmelsrand auf der Suche nach weiteren Bestien durchkämmt. Bring die beiden hierher zurück, dann können wir gemeinsam einen Plan schmieden. Okay. Ja. Achtet auf euch. Gunmar. Ein neuer Auftrag. Wenn ihr es und Gunmar findet, können wir vielleicht etwas gegen diese Bedrohung unternehmen? Das Einzige, was du brauchst, bin ich. Mehr, mein Freund, brauchst du nicht. So, erst mal schauen, wo die Kerle sind. Oder besser gesagt, die Frau. Ich gehe mal davon aus, dass... Oh, okay. Sie ist dort. Und der Gunmar ist... Oh, der ist ja auch ganz in der Nähe hier. In der Kristallstollenhöhle. Ich glaube, ich müsste da mit dem da rein. Aber ich glaube, ich breche erstmal kurz nach Hause auf und lege mal ein paar Sachen ab. Weil ich bin ein bisschen zu schwer unterwegs. Okay, sehr gut. Also, neue Aufgabe. Die zwei Leute rekrutieren. Und damit können wir gegen die Vampire antreten. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch alles noch entwickelt. Guten Morgen, Leute. Seid ihr alle gut drauf? Ich hoffe, meiner Frau geht es gut.
Ja, ihr geht es gut. Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Wenn du wüsstest, was ich gerade angestellt habe. Ja, Liebling. Was hat der Laden Geld abgeworfen? Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. 400 Gold. Ich liebe dich. Kannst du was zu essen machen? Hier, das ist frisch. Morgen koche ich euch wieder etwas. Ach, danke schön. Du bist so... Auf Wiedersehen, du bist so lieb zu mir. Ich habe sie in einer Mine kennengelernt. Das kann man ja auch erkennen, hier an der Spitzhacke bei ihr. Da habe ich ihr geholfen, die Spinnen loszuwerden, die die Höhle angegriffen haben. Und ich weiß nicht, irgendwie hat sie mir gefallen, habe ich gedacht, ach komm. Ich bin so einsam, wieso nicht? Legen wir mal das ganze Zeug ab hier. Was ich nicht brauche. Das leg ich, glaube ich, oben gleich ab. Drei Granatsteine. Makelloser Granatstein. Ja. Ein Rubin. Okay, das war nicht gerade besonders viel. Ich frage mich langsam echt, was mich so schwer macht. Hey, ich stecke fest. Was habe ich eigentlich da reingelegt gehabt? Also Lederzeug und so. Das habe ich hier auch. Das kann ich gerade auch ablegen. So. Das ist so meine Alleskiste. Da werfe ich einfach alles rein. Schmeiße ich mal diese Ebenerzbaren rein. Jetzt mache ich alles mal alles offline. Ich möchte mir immer noch meine Drachenrüstung bauen. Vielleicht schaffe ich das noch in der Dawnguard-Aufnahme. So, hier ist nichts mehr. Vielleicht mal von der Bekleidung etwas. Ein Amulett von Mara kann ich ablegen. Das kann ich anziehen. Das ist auch nicht schlecht. Steigert deine Gesundheit, Magika und Ausdauer um jeweils 30 Punkte. Ist auch sehr gut. Oh, die Ringe hier könnte ich ablegen. Ablegen. Was das hier ist, weiß ich auch nicht, aber ich kann das nicht ablegen, weil es ein Questobjekt ist. Falls jemand weiß, was mir das hier bringt, kann das mir bitte in die Kommentare schreiben, weil ich habe echt keine Ahnung. Die Ringe lege ich gleich unten ab in meiner Kiste. Die Armbrust behalte ich natürlich. Aber das konnte ich ja nicht entzaubern. Das kann ich weglegen. Das kann ich weglegen. Ich weiß nicht, ich sammle hier die Stäbe. Ich habe voll viele davon, aber ich verkaufe sie nicht. Weil ich finde, der Händler bietet mir einfach viel zu wenig dafür. Hey, was liegt da auf dem Boden? Ein Teller. Upsa. So, jetzt die Ringe noch ab. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Ja, ein bisschen leichter geworden. Noch was kurz gucken. Ob wir irgendwas Wichtiges noch bekommen haben. Nein. Die dunkelste Dunkelheit. Nee, ich glaube, hier ist... Ich habe auch hier die Schriftrolle der Alten. Also, besonders ist die nicht... Zaubertrankrezept. Krankheit heilen.
Aha. Verkohltes Geberfell und Schlammkrabben. Chitin. So kann ich hier Krankheiten heilen. Also mit dem Zaubertrank dann halt. Vorsichtig. Ich hab gar nichts gemacht. Hehehe. Auf Wiedersehen. Okay, Freunde. Ich glaube, ich mache hier mal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns bei den nächsten Aufnahmen wieder. Oder bei der nächsten Aufnahme wieder. Und bei der nächsten Aufnahme rekrutieren wir Gunmar und Sorene Jurath. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.